Nach der Veranstaltung haben wir ein paar Fragen an Frau Ehren und Frau Felte gestellt. Frau Felte ist Landtagsabgeordnete und Frau Ehren ist Kreistagsabgeordnete der Grünen. Erste Frage an Sie. Was glauben Sie, wie viele Bürger von Wermelskirchen oder Remscheid kennen Monsanto? Ich gehe davon aus, dass es relativ viele sind, weil diese Frage Monsanto, Gentechnik in Essen, in Nahrungsmitteln, im Saatgut ist ja ein Thema, was schon so seit 20 Jahren läuft. Und immer wenn ich unterwegs bin, treffe ich sehr viele Leute, die danach gezielt fragen und die sich auch ein Stück weit damit auskennen. Glauben Sie, dass der Verbraucher vielleicht durch die ganzen Skandale ein wenig überfordert ist und vielleicht so eine Art Abnutzungserscheinung eintritt? Das ist nicht zu hoffen zumindest, weil hier sind wir ganz am Anfang des Weges und da sollte kein Abnutzungsprozess einsetzen, bitte. Ja, Facebook spielen ja die Leute aus, Starbucks zahlt keine Steuern und auch diverse andere US-amerikanische Konzerne sind in der Kritik, Monsanto ja jetzt nun auch. Sind die Amerikaner die bösen Buben? Also wir haben ja jetzt im Zusammenhang mit dem Monsanto-Film nicht über die Amerikaner etwas gesehen, sondern wir haben über die Mechanismen von Großkonzernen etwas gesehen. Und ich glaube, man sollte das nicht verwechseln. Also ich denke, wenn wir über Monsanto sprechen oder über die Frage von gentechnisch veränderten Essen, Nahrungsmittel, Saatgut, dann sprechen wir über Ausbeutungsstrukturen, die konzernnah sind. Und da denke ich, dass man sich schon mit der Frage von Konzernen auseinandersetzen sollte. Glauben Sie, dass es in der Bundesrepublik für den Verbraucher noch genfreien Mais zu kaufen gibt? Die Frage stellt sich mir tatsächlich nach dem Film. Du würdest sagen ja? Ja, weil wir haben nicht so viele, wir haben Felder, wo Gentechnik Mais angebaut wird. Es sind einige im Osten. In Nordrhein-Westfalen glaube ich nicht so viel, aber ich kenne sehr viele Landwirtinnen und Landwirte, die klassisch Mais anbauen, ohne auf Gentechnik zurückzugreifen. Vor 100 Jahren hat der Kaiser gesagt, das Parlament eine Quasselbude. Glauben Sie, dass Sie durch die multinationalen Konzerne, wenn Tipp kommt, zu einer Quasselbude verkommen oder durch die Lobbyisten schon dazu verkommen sind? TTIP stellt die Frage nach der Demokratie. Wenn es darum geht, also wenn es um diesen sogenannten Investorenschutz geht, dann besteht in der Tat die Frage, also die Gefahr, dass demokratisch gewählte Regierungen ein Stück weit ihre Macht aufgeben müssen infolge dieser Schiedsgerichtsverfahren. Das wäre wirklich schrecklich und schändlich. Deswegen sind wir als Grüne auch gegen dieses, also zumindest gegen diese Klausel von TTIP und noch gegen einiges andere. Ich glaube aber, dass wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes und dass auch die Politik hoffentlich stark genug sein wird, solche Tendenzen abzuwehren. Glauben Sie, das geschieht koalitionsübergreifend oder parteienübergreifend vielmehr? Da musst du jetzt was zu sagen. Es wird dann passieren, wenn es genügend Menschen gibt, die sagen, wir wollen das so nicht. Wir möchten gerne auch Vorteile genießen, also aus Handelskooperationen ergeben sich immer Vorteile, aber wir wollen auch noch wissen, was wir tun und wir wollen nicht über den Investorenschutz in unserer Meinung gehindert werden. Genau. Und Standards, für die wir mal lange gekämpft haben, die dem Verbraucherschutz dienen, die wollen wir nicht aushebeln durch Absprachen, die hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der das wünscht, sicherlich Handelsstrukturen zu erleichtern. Da sind wir auch nicht gegen. Aber gegen die Aushebelung der Demokratie sind wir in besonderem Maße. Die Europäische Kommission verhandelt, das heißt also, weder bundesdeutsche Landes- noch Bundesparlamente können etwas dagegen tun, wenn es eingeführt ist. Ist das richtig? Soweit ich weiß, ist es überhaupt noch gar nicht geklärt. Wir haben jetzt eine neue Kommission. Wir haben auch ein gestärktes Europaparlament. Wir haben auch noch mal andere Regierungen. Das ganze Verfahren läuft ja schon über längere Zeit. Das haben andere Leute verhandelt, als jetzt an der Macht sind. Deswegen ist es noch nicht ausgemacht, dass das jetzt alles so kommt. Und ich setze da auch auf die Kräfte
auch der deutschen Regierung, sage ich jetzt einfach mal so, dass die schon wissen, dass viele Leute hier das so verschlossen und intransparent, wie es ist, nicht haben wollen. Heißt also Happy End, ja oder nein? Wir arbeiten dran. Und die Verbraucherinnen und Verbraucher sind hier aufgefordert, mitzuhelfen, dass sowas nicht an der Bevölkerung vorbei beschlossen werden kann. Dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken fürs Gespräch. Wir danken Ihnen. Ja, super. Ja, super. Wo kann ich denn jetzt hin? Welche Fernseher?